fürchte, wir haben einen Bug. Ich kann das Reinigungsmittel nicht benutzen. Oh, Gott sei Dank ist die Flasche da. Ich hab schon gedacht, ich muss das alles mal von vorne spielen. Da hast du deinen Arm wieder. Selbst wenn ich das Skelett mitnehmen wollte, es ist fest verschraubt. Die Fenster wurden von außen zerbrochen, wahrscheinlich nachdem die Anstalt verlassen wurde. Das ist das Glas. Ich hasse Glasscherben wirklich. Möchte ich davon was mitnehmen? Nö. Aber ich möchte es einfach wegschieben. Auch gut. Sag mal hier. Ich kann dieses Kabel nicht zurücksetzen. Sie sind verrostet. Zurücksetzen. Mhm. Kann ich hier durchschneiden? Ja. Das reicht mir. Haben wir die schon wieder ein Herzklopfen gekriegt? Ah, es gibt eine Notiz mit der Aufschrift Alex. Das ist von nun an die richtige sind von nun an die richtigen Antworten. Moment mal. Gibt es überhaupt eine richtige Antwort bei diesem Rorschach-Test? Eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, nicht. Ah, stapel die Bücher daneben. Cool. Ah, ja, natürlich. Warum denn nicht? Ich glaube nicht, dass sie verschlossen ist, aber es gibt einfach nichts zum Greifen. Mhm. Ich will wieder ein Dings, wo ich keine Kombi habe. Was? Zahlen und mathematische Symbole. Das sieht nicht aus wie ein typischer Safe. Abgeschlossen. Ich nehme an, dass ich zuerst die richtige Kombination eingeben muss. Aber es fehlt auch ein Knopf. Okay. Faszinierend. Ich glaube, auch das ist ein Bug. Das Foto sehen wir jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. Das war einmal bei diesem Geisterfoto hier neben drin. Dann haben wir das Foto erst gefunden und jetzt ist es wieder da. Tyler Cooper war der Leiter der Dark Falls Anstalt von 1927 bis 1941. Es gibt inzwischen schon einige Patches zu dem Game. Aber, oder hat sich das neueste Update gezogen, aber scheinbar reicht das noch nicht so wirklich. Das zu tun war eine potenziell sehr gefährliche Idee. Ach, weiß nicht. Sehr geehrte Miss Stonehouse, wir haben Ihren Antrag, nein, Ihre Anfrage über die Patientin Dahlia S. erhalten. Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch ein, um uns die Möglichkeit zu geben, all Ihre Fragen zu beantworten. Wenn Sie nicht bald kommen, müssen wir vielleicht unseren eigenen Hausbesuch machen. Dr. Schnell. Es ist genau derselbe Brief, den ich in Hedders Haus gefunden habe. Warum sollte jemand dutzende identische Briefe von Hand schreiben? Warum wollen die dann ihren eigenen Hausbesuch machen? Ich würde die Lampe gerne wieder mitnehmen. Ich will keinen Stromschlag bekommen. Es scheint da drin zu stecken. Ich hoffe, es schmilzt nicht oder so. Kann ich vielleicht... Ich habe bestimmt keine Zange mehr. Nein, ich habe keine Zange mehr. Das hätte ich gesagt, ich schneide es einfach. Ah, guck mal hier. 2, 4, 5, 8. Hm. Die Oberfläche sieht etwas uneben aus, als ob hier etwas geschrieben worden wäre. Ich kann aber nichts erkennen. Da steht 2, 4, 5, 5, 8 war das. Stell dich nicht so an. Zwei, vier, fünf, acht. Eines der Bretter sieht aus, als könnte es entfernt werden, wenn ich es aushebeln könnte. Wofür denn?
Für mich sah der Schrank jetzt nicht so aus. Jetzt wird sich da drin was verstecken. Ach so. Also ich hab... Ja, okay. Stimmt, ich brauchte auch noch ein Brett für irgendwas. Für über den, 2, 4, 5, 8. Für den, für das Ding über den Teich. Ich bezweifle wirklich, dass das Raten hilfreich wird. Ich muss das Passwort... Ich hab das Passwort! Ach. Warum erkennt sie das nicht? Brauche ich jetzt wirklich erstmal das Blacklight oder was? Schnell heiß. Das sieht man doch. Was soll denn das? Der macht es nicht so offensichtlich. Ich habe das Passwort gefunden, das Alex für Emma hinterlassen hat. 42458. Ob Emma Alex wohl mochte? Und wenn ja, hatte sie Zeit, es ihn wissen zu lassen? So viele Geschichten, die ein viel zu frühes Ende gefunden haben. Das weißt doch du noch gar nicht. Wir sind ja immer im Block B. Aufgabe. Herzlichen Glückwunsch, du hast die... Survivor 2. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Aufgabe gelöst und deinen Computer freigeschaltet. Aber im Ernst, nur weil Smith vierstellige Passwörter verwendet, bedeutet das nicht, dass du das auch musst. Ich kann eines für dich generieren oder besser noch, denk dir selbst eins aus. Etwas, an das du dich erinnern wirst, aber nur sehr wenige Leute von wissen. Erinnerst du dich an den Nerd-Pullover, den ich für das Gruppenfoto trug? Nun, lass uns einfach mal sagen, dass ich, wenn ich jemals mein Administratorenpasswort vergessen sollte, nur einen Spaziergang zum Fotostand machen müsste. Ich bin etwas spät dran, um die Lichter für die Gala anzuschließen, aber ich werde dich trotzdem fahren. Ich verspreche dir, dass du den Zug um 6.46 Uhr erwischst, Alex. Ich. Nettes Rätsel. 2458, Alex? Ich habe es etwas verpasst. Was, habe ich etwas verpasst? Oder hast du diesen ausgeklügelten Plan gemacht und vergessen, einen sinnvollen Code zu finden? Danke, es hat Spaß gemacht. Schimmelchen erwartet von dir, dass du den Schreibtisch sauer machst. Ja, ich habe es ihm gesagt. Magst du taktische Spionagespiele? Viel Glück dabei, ihn für den Rest der Woche zu vermeiden. Ich brauche heute Abend eine Mitfahrgelegenheit. Rachel hat mich überredet, für die Gala zu bleiben. Du solltest auch mitkommen. Emma, PS, Ethan sucht nach dir. Er sagt, er hätte ihnen eine Mail über B2510-Geräte geschickt. Ich habe ihm gesagt, dass du damit beschäftigt bist, dich in eine Kiste zu verstecken. Ja, hier sagt sie ihnen und sonst duzt sie ihn. Das ist auch irgendwie... Ne? Mama, Ärzte. Mom, ich habe dir gesagt, du sollst den Ärzten vertrauen. Es ist ihre Aufgabe und sie wissen, was sie tun. Erinnerst du dich, wie ich Professor Smith anfangs befragt habe? Das arme Mädchen schrie und bettelte, nicht in diese Räume gehen zu müssen. Aber dann wurde sie Tag für Tag ruhiger und heute sehe ich sie auf dem Weg summen. Sie waren begierig. Siehst du, was auch immer der Professor tut, es funktioniert. Es mag hart und sogar beängstigend sein, aber er weiß, was er tut. Liebe, Emma. Schreibt man normal in Liebe, aber gut. Tagebuch. Mom, ich sag dir, das haben wir gerade gelesen. Normalerweise würde ich absolut zustimmen, aber etwas sagt mir, dass Professor Smith sehr gut ein Grund sein kann, warum Menschen Ärzten nicht so viel vertrauen, wie sie sollten. Dahlia war begierig, diese Tests zu sehen. Das hat etwas sehr Beunruhigendes. Das war's? Das war's. Wow, was für ein Wunderwerk der Technik. Nichts Hilfreißes. Ha. Okay. Ich will das nochmal versuchen, jetzt da unsere Flasche wieder sichtbar ist. Was ist denn das für ein Reinigungsmittel? Ein Duschkopf. Spitzhackengriff. Pickaxe.
Habe ich eine Spitzhacke? Sehr gut. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich habe sie. Wo kommt der Duschkopf hin? Dahin, dahin, dahin. Ah ja. Aber... Generatorenschlüssel. Mhm. Mhm. Hm. Sag mir denn die Karte. Die sagt mir, ich kann da und da und da und da und da was machen. Alter Schwede. Ich kann hier noch was tun. Achso, da ist der Tresor noch. Zum Bleistift. Aber warum habe ich ihm jetzt eigentlich den Arm zurückgegeben? Ich denke doch mal nicht, dass es dafür Karma-Punkte gab oder so. Ach so. Okay. Da fehlt immer noch der Knopf. Was ist das? Nein! Och. Warum ist die Karte da und nicht da? Ich will keine Dinger benutzen. Die Leitung fühlt sich warm an, aber das Ventil fehlt. Hm. Ich habe keinen Dings mehr. Ach, ist doch dämlich, ey. Ich weiß nicht, dass ich drauf gekommen wäre, aber trotzdem ist doch dämlich. Ach, ich kann jetzt auch das da machen. Der Direktor der Dark Falls Anstalt. Ich frage mich, ob die Daten vielleicht nützlich sein könnten. Achso. Unschuld. Finde ich gut, dass wir einen Stromschlag gekriegt haben, obwohl ich das Richtige angeklickt habe. Verlangen. Macht. Ist das so? Und dann Gehorsam. Ah ja. Plastik. Was? Plastic Clay. Ah ja. Tokenbewusstsein. Ich will dafür einen Haufen Scheißdreck finden, ne? Kann ich mit dem Ding das hier so Dingens hier. Ah ja. Und nun? Es fehlt ein Wasserhahn. Natürlich fehlt ein Wasserhahn. Das muss also der Bilderrahmen sein, den Alex erwähnt hat. Ich denke, dass ich jemanden in einem auffälligen Pullover sehen kann. Aber es ist zu dunkel, um zu erkennen, was da steht. Vielleicht muss ein so aufwendiges Display eine Art Lichtsystem haben. Wartet doch mal, Leute. Wir haben doch das Nachtsichtding. Warum kann ich das hier eigentlich nicht benutzen? Seid ihr denn alle doof oder was? Da ist nochmal so ein Tresor. Ich habe aber auch noch nichts hierfür gefunden. Diese eine Lampe kriege ich auch nicht mehr weg aus dem Raum. Ich habe doch einen Generator. Moment, ich habe jetzt erstmal ein Brett vorm Kopf. Deswegen benutzen wir das da mal, damit ich da an diesen Kanister rankomme. Zu eingefroren, um es anzuheben. Zu rostig, um es zu öffnen. Vielleicht kann ich ein Loch reinmachen und so an etwas flüssiges Gas kommen. Das könnte funktionieren, aber das Gas würde nur auf dem Boden plattern. Achso. Okay.
So, wir haben eine Kassette. The gate is closed again. I was walking in the park when I heard the gate close behind me. This could be an electrical thing, but probably. Here, did you hear that? There. What the hell is that sound? What the hell is that sound? Ich habe jetzt nichts gehört. Wir hören noch mal rein. Ich mach's noch mal ein bisschen lauter bei mir. The gate is closed again. I was walking in the park when I heard the gate close behind me. This could be an electrical thing, but probably. Here, did you hear that? There. What the hell is that sound? What the hell is that sound? Also ich höre nichts. Ich weiß nicht, ob es vergessen wurde oder ob er Dinge hört, die das Tonband nicht aufnehmen kann, weil vielleicht paranormal. Wobei ja immer alle irgendwelche Tonbänder mitbringen, gerade um Paranormales aufzunehmen. Also die EVPs. Electric Voice Phenomena. Es fühlt sich an, als würde ich meine eigene Geschichte hören und ich mag nicht, wohin sie mich führt. Wo ist er als nächstes hingegangen? So, was haben wir hier? Sieht so aus wie eine Windrose von alten Landkarten, aber sie lässt sich nicht bewegen. Okay, ich habe Gas. Vermutlich hierfür. Kann das sein? Ich habe für den einen Schlüssel. Ich nehme den ganzen Dieselgenerator mit. Gar keine Frage. Eine Wildblume. Ich möchte zum dunklen Gang. Ich kann den mit bloßen Händen nicht greifen. Warum denn nicht? Mein Handschuh habe ich nicht mehr. Schal? Nein. Das da? Ah ja. Natürlich. Benutze die Schalter, um alle Lampen zu aktivieren. Die Rätsel habe ich gar keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Okay, also gucken wir mal, der macht das da an. Das da. Der macht dann das, dann nehmen wir wieder aus. Der macht das aus. Der macht so gut wie alles aus. Keine Ahnung, ich habe einfach wild vor mich hingeklickt. So, da haben wir... Das ist also Emma. Sie ist süß. Kein Wunder, dass Alex sie mochte. Soweit ich weiß, war sie die Sekretärin hier. Im Gegensatz zu den anderen offiziellen Fotos, die ich hier gesehen habe, wirken die Leute auf diesem Foto echt. Es sieht aus, als wäre Alex und Jack Freunde gewesen. Moment, soweit ich weiß, hat Alex das Massaker nicht überlebt. Hat Jack ihn auch getötet? Das ist das Nerd-Shirt. Ich erkenne allerdings nicht, was auf dem Nerd-Shirt drauf ist. Was ist das denn?
Sieht so aus, als könnte ich jeden Schlüssel herstellen, der in dieser Anstalt genutzt wird. Aha. How convenient. Da ist kein Griff mehr dran. Die ist abgeschlossen. Das funktioniert nicht. Abgeschlossen. Schalter. Meißel. Kann ich den hier benutzen? Als Ding? Nö. Wir hatten noch kein einziges Wimmelbild. Möchte ich hier mal anmerken. Nicht ein einziges. Scheinbar sind die aus diesem Genre mit dem zweiten Teil raus. Was sagt denn die... Ich kann da noch was machen und da noch was machen, da noch was machen. In dem Gang was. Ich kann überall noch was machen. Was war das nochmal? Ach, das hier. Bin gerade unglaublich überfordert mit all dem Kram, den ich hier habe. Und mit der vielen Ahnung, die ich nämlich nicht habe, was ich damit zu tun habe. Was soll ich denn hier machen? Ich vermute, ich könnte ihn mehr oder weniger reparieren, wenn ich die fehlenden Teile und etwas Kleber finde. Ich könnte hier mit dem Meißel das hier vielleicht machen, oder? Damit. Mit was? Warum kann ich jetzt mit einer Spitzhacke da nicht reinhacken? Wollt ihr mich denn hier alle verarschen?